Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Gute Vorsätze, fit und schlank ins neue Jahr. Heute mit dem Thema Schultern und Arme. Ich habe mir heute 2 Kilo Hanteln zur Seite gelegt. Du kannst ohne Gewichte mitmachen, du kannst dir leichtere Hanteln, schwerere Hanteln holen oder auch gefüllte Wasserflaschen. Also, du sollst dich wohlfühlen, vielleicht möchtest du auch zwischendurch mal die Gewichte weglassen und ganz ohne arbeiten und schwerere nehmen. Also immer schauen, wie es für dich passt. Wichtig ist, dass du natürlich dich aufrichtest. Wichtig ist, dass dein Handgelenk immer in einer Linie mit deinem Unterarm bleibt, wenn du Gewichte nimmst. Und wichtig ist, dass du sie nicht mit Schwung bewegst, sondern immer, wenn wir zum Beispiel den Arm zur Seite heben, aus der Spannung nach oben und in die Spannung zurück. Also bitte nicht so, dass die Schwerkraft dir hilft, sondern Spannung spüren, Kraft spüren, heben, immer noch Spannung spüren. Okay? Und wenn wir die Arme zur Seite heben, schau mal, nicht zur Seite, sondern leicht nach vorne. So fallen nämlich die Arme aus unseren Schultern heraus. Du merkst auch gleich, dein Nacken ist entspannt. Und den bitte auch entspannt lassen die ganze Zeit. Wir machen jetzt die Übungen zuerst einmal ohne Bewegung und in der nächsten Runde werden wir uns dazu bewegen. Also zuerst mal so richtig die Übung lernen und dann die Übung können und noch eine zweite Runde ausführen. Aber jetzt machen wir uns warm. Knie etwas beugen, Schultern kreisen zurück, ganz locker. Mobilisiere deine Schultergelenke, deinen Schultergürtel. Nimm etwas mehr die Ellbogen zurück. Richtig entspannt. Vielleicht merkst du den ein oder anderen Muskel, Beine, Oberkörper, Rücken, Bauch. Vielleicht. Also heute kommen die Arme dran. Die haben ja gestern nicht so viel machen müssen, wenn du gestern dabei warst. So, und dann lässt du die Arme durchschwingen. Rechts und links, locker. Oberkörper geht mit hin und her. Mobilisation. Mach mal weiter und lass jetzt nach vorne schwingen. Schau mal, vor deinem Körper, rechts und links. Dann kommst du nach oben, streckst dich und jetzt beweg auch deine Handgelenke. Mal die Handrücken nach oben, mal die Handflächen mitbewegen. Ganzen Körper. Rück auch deine Füße mitbewegen. Dann ausschütteln, so richtig schön auslockern. Ruhig auch deine Beine nochmal auslockern. Und dann kommst du in eine kleine Grätsche. Wir stehen zuerst gut stabil. Wichtig, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, während der ganzen Bewegungen stabil in der Körpermitte bleiben. Dazu sag mal ich, genau, aktivier hier. Du kannst auch immer ganz gut deine Mitte aktivieren, wenn du nochmal die Hände vorne fasst und dich so ein bisschen schüttelst und rüttelst. Dann musst du stabil sein und so stabil bleiben jetzt. Hanteln, Gewichte oder auch nicht nehmen. Natürlich mit geradem Rücken. Schultern zurückziehen. Und jetzt nimmst du deine Arme einmal bis zur Brust, bis zum Brustbein. Die Ellbogen dürfen höher. Wieder nach unten und vor. Und wieder nach unten. Auch fest. Mach mal weiter. Nach vorne und wieder zurück. Vorderer Anteil deines Schultermuskels, der 3 Anteile hat übrigens. Thank you.
mach in deinem Tempo. Und man darf natürlich auch was spüren. Noch einmal. Und kurzen Moment. Auslockern, Füße Hüft schmal aufstellen, Nacken entspannen, ruhig zwischendurch ein bisschen durchlockern. Jetzt sind die Arme neben dem Körper, leicht vom Körper abgespreizt und denk an das, was ich vorher gesagt habe. Schau, dass du sie leicht sehen kannst. Wenn du jetzt nach vorne zu mir siehst, hast du deine Hand im Blickwinkel, oder? Ohne, dass du schielen musst. Gut, nochmal tief, ein Stück tief und wieder hoch. Knie beugen. Ellbogen führen. Dran denken, die Hände auf derselben Höhe wie deine Ellbogen. Noch einen und kurz auslockern, entspannen. Sehr, sehr gut. Ein Bein ein Stück zurückstellen, das andere Bein vorne gebeugt. Stütz dich da ruhig ab jetzt und lass einen Arm hängen. Das war gerade der mittlere Anteil, jetzt kommen wir an den hinteren Anteil, indem du deinen Ellbogen hochziehst, streckst, beugst und wieder absenkst. Nochmal hoch, strecken und wieder ab. Trizeps und hinterer Anteil, genau. Und kurz wechseln, andere Seite abstützen, Ellbogen tief, hoch, strecken, beugen. Und ab. Nochmal. Noch zweimal hoch, strecken, beugen. Letztes Mal hoch, strecken, beugen und ab. Aufrichten, lockern. Wieder in eine Grätsche kommen. Schultern entspannen. Die Arme sind erstmal seitlich. Und jetzt schiebst du die Arme nach oben. Und schließ die Hände kurz vor deinem Kopf. Nacken bleibt entspannt, nochmal tief. Und hoch, oberer Rücken natürlich auch. Und wieder ab. Und hoch. Geführt. Ruhig langsam. Spannung im Bauch. Geht noch. Denk an die stabilen Handgelenke. Eine Linie mit dem Unterarm.
noch drei, noch zwei, noch einen und lösen, lockern, Ellbogen am Körper lassen, Schultern zurück, deine Handflächen, lass ruhig noch ein bisschen locker, locker dich ruhig aus, lass dich nicht hetzen von mir und nimm deinen Oberkörper dann ein bisschen nach vorne, Ellbogen ran und jetzt beugst du, Hände Richtung Schulter und streckst wieder und versuchst, wenn du unten bist, deine Handflächen zueinander zu drehen. Also hoch, kraftvoll und öffnen. Bizeps. Geht noch. Einen noch und lösen, aufrichten, auslockern, entspannen. So, jetzt kommst du so ein bisschen in Bewegung und gehst am Platz, rollst deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse und gehst einfach weiter und nimmst deine Beine ganz leicht in die Grätsche. Die Hände sind hier vorne. Bleib in Bewegung. Und jetzt ziehst du die Ellbogen hoch. Kannst dich noch erinnern. Nimmst sie tief und hoch. Mitte und Hände zum Brustbein. Hoch. Mitte. Du kannst auch stehen bleiben, wenn du möchtest. Oder hier weitergehen. Und spür mal, wie da die Körpermitte jetzt mit muss. Der Bauch, der Rücken. Vier noch. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Vorderer Anteil. Und locker lassen. Einen Schritt nach rechts und links. Rechts tap, links tap. Genau. Die Bewegung bleibt. Atme durch. Entspann dich. Arme neben dem Körper, sodass du ein bisschen Abstand von deinen Oberschenkeln hast. Und dann hebst du die Arme in deinem Sichtfeld. Einmal hoch und ab. Nicht ganz ab. Noch zwei und entspannt lockern, auslockern. Tippe einfach mal nach vorne und tippe dann nach hinten. Das heißt, Oberkörper geht ein Stück nach vorne. Deine Arme ziehst du jetzt gleich nach oben und versuchst von hier zu strecken, beugen, strecken. Beugen. Bleibst so ein bisschen in Bewegung, streckst nur die Unterarme und trainierst den Trizeps.
es nicht mehr geht, Pause machen oder die Hantel weglassen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen weiter tippen, locker lassen und zur Seite tippen. Was kommt als nächstes? Weißt du es noch? Nach oben, genau. Tippe weiter, die Hände hier, Tiefhalter. Und jetzt kommen die Handflächen zueinander, wenn du nach oben kommst. Hoch, hoch, genau. Mach nur weiter. Kann auch langsamer sein. Tap side, wenn die Arme hochgehen. Macht es natürlich schwerer. Die letzten vier noch. Vier, drei, zwei, einen und locker lassen. Einfach einen Kick nach vorne. Schüttel aus. So, eine letzte noch. Weißt du noch? Bizeps, genau. Dazu kommst du in meine Grätsche und tippst jetzt außen auf. Tap, tap, genau. Handflächen zueinander. Und immer wenn du tippst, schau mal, hoch, Mitte, hoch, verlager von einer Seite zur anderen. Du kannst immer ohne auch mitmachen. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen, auslockern. So, eine letzte dritte Runde. Schüttel dich so ein bisschen aus. Machen wir jetzt noch erschwerend. Mit einer kleinen instabilen Position. Du kannst jederzeit stabil stehen bleiben. Wenn du möchtest, stell dich in eine, zum Beispiel auf einem Bein. Dann hast du auch deine Körpermitte aktiviert und musst dich natürlich noch viel mehr ausgleichen durch die Armbewegung. Also, kleine Herausforderung. Hüftschmal stehen, so starten wir. Knie sind erstmal ganz leicht gebeugt. Wie war die erste Übung? Schaffen wir noch. Also, Handrücken zu mir und du ziehst die Arme hier ran und nach vorn. Stopp. Und wenn du jetzt möchtest, fordere dich heraus, indem du die Fersen ganz leicht vom Boden abhebst. Muss nicht viel sein, ganz leicht. Und dich dann nochmal in die Armbewegung begibst. Wenn es dir zu wackelig wird, freue ich mich. Aber was ganz spannend ist, spür, jetzt wenn die Arme zum Beispiel vorgehen, wie du da dagegen halten musst, mit Bauch und Rücken. Merkst du? Wenn es nicht mehr geht, kannst du unauffällig deine Fersen
nach unten setzen. Noch viermal. Vier. Vorderer Anteil. Noch drei, mit oder ohne Fersen in der Luft. Noch zwei. Letztes Mal. Und lösen. Absetzen. Super. Lockern. Nächste Übung war, genau zur Seite deine Arme. Dazu kannst du dich auf ein Bein stellen. Du kannst die Fußspitze auch unten lassen. Leicht gebeugt deine Arme, ein bisschen vom Körper weg. Bereit? Und jetzt heb die Arme zur Seite. Einen noch und das Ganze auch nochmal andere Seite. Puh. Kurz lockern, durchatmen und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch und lösen. Lockern. Hinterer Teil plus Trizeps. Ein Bein strecken, Becken parallel zum Boden. Entweder tippen hinten oder du hebst es an. Nimmst die Ellbogen hoch, streckst, beugst. Kommst tief, hoch, strecken und tief. Noch zweimal. Letztes Mal. Seitenwechsel. Kurz lockern. Anderes Bein. Heben, Becken parallel zum Boden. Und los geht's. 10. Es gibt eine Seite, fällt es einem leichter, oder? 2, 9. Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch zweimal, 9, letztes Mal noch 10 und kurz auslockern, entspannen. Dann nimmst du beide Arme hier zur Seite, Schultern sind wieder ganz tief und entspannt, komm in eine Grätsche. Und jetzt versuchst du auch hier in der leichten Grätsche die Fersen ein bisschen zu heben. Und schieb die Arme nach oben und nimm sie wieder tief. Nochmal. Du kannst jederzeit die Fersen unten lassen.
Wenn es mal nicht mehr geht, setz wieder ab. Schaffen wir noch 5. 5. 4. 3. 2. Einen und entspannen, absetzen. Letzte Übung. Und dazu Bizeps. Gehst du mit dem Oberkörper wieder ein Stück vor und jetzt nimmst du hinten die Ferse hoch, also Knie zurück. Arme hierher. Bist du bereit? Darfst das Knierück noch ein Stück höher ziehen und Bizeps kraftvoll. Nicht zu weit nach vorne beugen, nur so ein Stück. Nur einen. Kurz auflösen. Allerletzte Runde. Becken parallel zum Boden, Oberkörper leicht nach vorne. Vielleicht noch ein Stück höher und los geht's. Noch 5, noch 5, 4, 3, 2 und vorsichtig die Gewichte ablegen, wenn du welche hattest. Kurz deine Arme auslockern, schüttel dich ein bisschen, lass die Schultern kreisen. Sehr, sehr gut. Bleib in einer guten, stabilen Position stehen. Lockere aus. Nimm den rechten Arm auf die linke Schulter und zieh mit der linken die Schulter so ein bisschen nach vorne unten lassen. Die Schulter aufdehnen. Fleißig. Der Oberkörper ist ganz wichtig für die Figur. Wenn die Schultern noch etwas breiter erscheinen, oder sind, dann erscheint die Taille noch schmäler. Wechsel, andere Hand, zieh zurück, Schulter tief. Und die Arme vernachlässigt man ganz gern oder oft, oft und gerne. Also freue mich, wenn du dabei warst. Dann lass mal wieder locker. Nimm die Daumen, dreh es nach innen und zieh ein Stück hoch. Es dehnt deinen Bizeps. Dann atme ein. Rechte Hand zwischen die Schulterblätter mit links. Ein Stück nach unten ziehen, den Trizeps dehnen, den Oberarm. Wenn du mehr Arm-Workout suchst, geh einfach auf meinen Kanal und gib Arme ein. Oder in die Suchzeile von YouTube, Gabi Fasten Arme oder Schultern, dann findest du noch mehr Videos zum Thema. Wechseln, es lohnt sich immer. Tief ziehen. Nochmal wieder auflösen, Hände hinten fassen, ein Stück hochziehen.
Vielleicht noch ein bisschen höher. Und dann das locker und schwing mit den Armen rechts und links, so wie wir angefangen haben, neben dem Körper. Ganz locker durchschwingen. Dann atme ein, streck dich, zieh dich lang, so richtig auseinanderziehen, lockern, Hände schütteln, auslockern. Morgen gibt's Workout meets Stretch. Schultern kreisen, rechts und links zurückkreisen. Mit dem Einatmen die Schultern kurz hochziehen, ausatmen tief, ein, aus, noch einmal. Und dann hältst du deine Schultern hinten unten und entspannst dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du spürst deine Arme ein bisschen, vielleicht morgen oder übermorgen. Also gerne unten reinschreiben, wie es dir jetzt so geht. Wenn du Lust, wie gesagt, hast auf mehr, dann gib es in die Suchzeile von YouTube einfach ein. Falls du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, natürlich vielen Dank. Den Link findest du in den Beschreibungen unter dem Video. Da heißt deine Unterstützung. Klick drauf, dann kannst du mich mit 5 Euro oder 2,50 Euro oder 10, was es dir wert ist, unterstützen. Vielen Dank. Freue mich, wenn du einfach so dabei bist, Freunde, Freundinnen einlädst. Kommentier unten auch gern, wenn es dir gefallen hat. Gefällt mir drücken. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, bis morgen. Freue mich.